Also ich glaube, wir konnten heute sehr viel lernen. Wir haben unter anderem sehr viel über das Thema Medienkonsum gesprochen. Und ich glaube, es fand heute sehr viel Bewusstseinsbildung statt, dass einfach einem nochmal klar wird, was doch alles das Neue auch mit sich bringt, wenn es um das Thema Umwelt geht. Gerade weil ich glaube, heute jeder von uns sehr viel mit den neuen Medien auch arbeitet, sei es Social Media, Streaming-Plattformen und so weiter. Und ich glaube, das hat gerade nochmal der neue Input, gerade auch die Informationen, die vielleicht sonst nicht so präsent sind, nochmal einfach aufgegriffen wurden. Ja. Was ist dir vielleicht über deinen eigenen Medienkonsum bewusst geworden heute während den Workshops? Also zu mir selber, ich muss sagen, ich bin sehr viel am Handy, auf Social Media oder auch auf Streaming-Plattformen, und mir war das selbst nicht so bewusst, dass es wirklich so viel Einfluss nimmt. Und auch wenn du am Handy bist und nebenbei vielleicht Netflix läuft, ich glaube, das könnte man auch ändern. Oder wenn du irgendwie eigentlich total was anderes machst und nebenbei der Fernseher läuft oder so. Also das sind so Sachen, die du quasi ändern würdest. Gibt es noch was du ändern würdest, nicht nur jetzt persönlich an dir, sondern allgemein, was diese ganze Problematik angeht mit dem Medienkonsum? Also ich glaube, es ist sehr schwer, da einfach das viel nicht bewusst ist, wie ich glaube, auch in einem Großteil von den Leuten, die heute hier anwesend waren. Aber ich glaube, man kann mit Bewusstseinsbildung sehr viel arbeiten. Und ich glaube, da braucht es einfach von jedem die eigene Initiative, die er ergreifen kann, um dort was zu verändern. Innovativer werden und grüner werden, dann wird trotzdem immer mehr und immer mehr verbraucht, nämlich sogar noch dann mit einem guten Gewissen. Dann noch einmal ein Workshop über Zero Waste Life bzw. No Plastic Life, wenn man das so guckt. Und in Folge bzw. im Zuge dieses Workshops haben wir halt dann Zahnpasta hergestellt und Bienenwachstücher, was sehr witzig war und der Geruch ist toll.
allen einen schönen guten Morgen und freue mich, dass ich mit euch heute übers Essen und übers Klima reden darf. Weil die jungen Leute so gut vernetzt sind, weil die jungen Leute in der Lage sind, die digitalen Medien so gut zu nutzen, dass wir an diesem Thema arbeiten müssen, weil sie können selbst in der Wirtschaft ganz viel steuern und bewegen. Und das ist eure Machtposition, die ihr habt und wo ich überzeugt bin, es ist gut, wenn ihr diese auch nutzt. Und wenn ihr euch mit Wissenschaftlern verbindet und einfach recherchiert, schaut, was ist wirklich fundiert, was kann genutzt werden, um andere zu bewegen. Und wenn man andere bewegen will, dann muss man immer bei sich selber anfangen. Kilo Fleisch haben wir nicht gegessen. 190.240 Liter, oder? Wasser. Das ist jetzt das, was wir uns gespart haben. Zum Beispiel eben Ecosia nutzen oder refurbished Handys kaufen, Handys, die noch repariert werden können, als Ansätze, wie man mit dem Thema am besten umgehen soll. Und auch im täglichen Leben an bewusst werden, wie viel man eigentlich am Handy ist und nicht nur aus Langeweile drauf schauen, sondern halt, wenn man aufs Handy schaut, dann bewusst werden, das vielleicht einmal reflektieren mit Screentime, Apps. Und ja, und was wir auch ganz besonders toll am Workshop gefunden haben, dass wir diese Gruppenaktivität gehabt haben, was eigentlich doch recht schön war, dass wir miteinander halt was ausfinden haben können. Oder auch zum Beispiel nicht verschwenderisch sein, also reusen oder wenigstens irgendwo gescheit weggeben und nicht irgendwo wegschmeißen, sondern 300-Tüte oder so Sachen. Und sie hat ja das mit dem Streaming-Konsum und so schon angeschnitten. Also einfach, dass man vielleicht wirklich schaut, dass man ein bisschen weniger das tut und wie beim Handy nicht einfach nur aus Langeweile, sondern wirklich, weil man was anschauen will.